Wir schrieben das Jahr 2023. Ein etwas anders tickendes Paar entschied sich zu filmen, was sie so treiben. Ihre Namen waren Michi und Julia. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben uns gedacht, wir stellen uns mal vor, was wir eigentlich so alles treiben und was für Pläne wir für diesen Kanal haben. Alter kommt vor Schönheit, deswegen fangen wir mit Michi an. Stopp. Bevor wir mit dem wunderschönen Michael anfangen, muss ich nochmal halt. Wir sind auf euren Support angewiesen. Wir sind noch ein sehr, sehr kleiner Kanal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, liked gerne unsere tollen Videos, die wir machen, und kommentiert fleißig. Wir freuen uns über jedes Kommentar. Wir sind einfach ein kleiner Kanal. Wir brauchen das einfach. Tut's für uns. Danke. Hallo, ich heiße Michi. Ich bin, ich sag mein Alter, ich bin 36 Jahre jung. Ist so. Und in diesem Adonis geformten XXL-Körper herrscht eigentlich nur Liebe, Zuneigung, Fürsorge. Für Julia, und oder? Humor und für Julia, genau, alles für Julia. Alles für Julia. Ja, ja, okay. Das war's eigentlich. Gut. Das ist der Grund, warum ich lebe. Ja, das finde ich gruselig. Okay, nee, also ich bin Michi, ich bin 36 Jahre jung und ich habe so einen kleinen Spleen auf Autos schon mein ganzes Leben lang. Ich neige auch echt ab und zu dazu zu sammeln. Da gab es auch schlimme Phasen, mittlerweile sind wir in einer sehr guten Phase. Ich mache gerne Barbecue, koche furchtbar gerne, probiere auch Sachen aus. Ob sie jetzt mit Fleisch sind oder ohne, es interessiert mich nicht. Hauptsache es knallt und schmeckt geil. Ihr habt bestimmt in den letzten Videos schon oft gesehen, also die Julia und ich essen sehr furchtbar gerne, egal was, egal wo, egal wann. Wir sind prädestiniert dafür. Egal welche Menge, ja. Wir essen furchtbar gerne und irgendwann mal hat sich das so eingeschlichen, ich glaube schon auch mit diesem Auto und so, wir waren immer schon recht viel draußen und so, aber meistens war das so die Jule, die treibende Kraft. Bin ich auch immer noch. Ja, ist dann immer noch wohl. Und mit dem Auto kam es immer mehr so mit Dachzelt schlafen und irgendwo hinfahren und dann hat es mich schon auch irgendwie gepackt. Und als wir dann im Offroad-Park waren, konnte ich eigentlich beide Sachen miteinander verbinden. Also der Jule macht zum Beispiel die Natur furchtbar Spaß oder überall rumzulaufen und alles zu entdecken und so. Und mir macht es eigentlich brutal Spaß, mit den Autos das zu verbinden. Und das war halt schon geil. Ich muss gerade so lachen. Warum? Weil ich mir jetzt vorstelle, dass ich da durchlaufe und du mit dem Auto hinterher fährst. Nein. Ja, im Endeffekt und die Fahrt dahin und auch mal so ein bisschen Offroad und so, das ist eher so mein Fahrt dahin! Wo die Julia was entdecken kann. Da werfe ich die raus und dann läuft die da durch die Büsche durch und schnüffelt. Und ich fahre mit dem Auto hinterher. Oh, nein. Okay. Also es ist tatsächlich so, einfach das so in Verbindung, das hat mir dann furchtbar gut gefallen. Ansonsten, ich bin selbstständig im Handwerk. Ich betreibe eine Werkstatt, eine Kfz-Werkstatt, weshalb das auch so ziemlich gut reinläuft mit den Autos. Hobbys habe ich jetzt eigentlich nicht so krass viele. Das Essen. Ist eigentlich schon eher Autos, Essen. Und Jule. Jule ist auch ein Hobby. Und Stopp. Es könnte ja Michi sein Hobby werden, ne, mit mir Fahrrad zu fahren, weil da steht nämlich auch viel auf dem Programm. Fahrrad zu fahren, draußen zu schlafen, unterwegs zu sein. Den kriegt man noch dahin. Kommentiert mal bitte, ob der Michi eine Radlerhose anziehen soll und mit mir Fahrrad fahren soll. Ja, das ist okay. Jetzt bist du wieder dran. Okay. Fällt dir noch was ein, was wir einbinden können? Ja, es gibt einfach so eine bunte Mischung aus
allem, sage ich mal. Wir haben jetzt nicht den Schwerpunkt, dass wir jetzt jeden Tag durch Gestrüpp laufen und an den wildesten Orten schlafen, sondern bei uns gibt es so ein wildes Kunterbunt aus allem, einfach so wie wir sind. Und ich glaube, der Hauptschwerpunkt ist eigentlich auf unserer Entwicklung dahin, wo wir hin möchten. Und das war eigentlich die Auswanderung nach Spanien. Das war die Auswanderung? Ja, da war noch eine andere vor dir. Also das wird die Auswanderung nach Spanien, ja. Zu dem Thema Spanien. Unser Traum ist es eigentlich, dass wir ein großes Grundstück Land finden, mit einem kleinen Häuschen, einfach so ein bisschen minimalistisch. Wir möchten ganz gerne so einen Offroad-Campingplatz für euch, wo man einfach nicht dicht an dicht steht, sondern seine Ruhe findet und das mitten in der Natur. Das planen wir eigentlich so ein bisschen. Der absolute Knaller wäre es natürlich, wenn so viel Platz da wäre, dass ich so einen kleinen Offroad-Park machen könnte, wo wir uns dann mit unseren Autos austoben können. Also ich meine mit uns natürlich ihr und ihr dürft uns da gerne besuchen dann auf dem Campingplatz. Wir wollen einfach so ein bisschen back to the roots und raus aus dem Stress. Einfach dieses durchgetaktete Leben hinter uns lassen und ja, einfach ein bisschen normaler leben. Und besonders suchen wir halt einfach die Ruhe. Also, ich bin die Julia. Ich bin die bessere Hälfte von Michael. Ich bin der Fels in der Brandung für den Michael. Ich bin die Person, die es mit Michael aushält, weil der... Ja, okay. Er sehr anspruchsvoller Mensch ist. Musst du so nah in mein Gesicht gehen? Hör auf! Wie so ein Spanner. Doch nicht genau hier! Oder doch genau hier! Du machst mir gerade so keinen Spaß, Michi. Ja, ist so. Ich kann dich echt waterboarden, wenn du möchtest. Alter, ich schubst dich jetzt einfach rum. Du gehst mir so auf die Nerven! Wie alt bist du? Das will ich auch nicht sagen. Sag mal so. Und woher kommst du ursprünglich? Das will ich nicht sagen. Ich bin eine spontane, lustige Person. Ich mache jeden Scheiß mit. Ich liebe es auch, mich mal dreckig zu machen. Momentan arbeite ich noch Vollzeit. Der Job ist ein bisschen stressig, finde ich. Zum Ausgleich mache ich seit ein paar Jahren Krav Maga. Ist auch gut so, wenn ich mit Michael ein bisschen Streit habe, dass ich das mal ein bisschen rauslassen kann. Ja. So, ich liebe es, im Garten zu sein. Ich bin eine unheimlich leidenschaftliche Gärtnerin. Ich baue meinen eigenen Salat an, ziehe meine eigenen Karotten und, bla bla bla. Was mache ich denn noch so gerne? Ich fühle mich gerade wie im Bewerbungsgespräch. Wo sehen Sie Ihre Stärken? Meine Stärken ist Geduld. Und Ihre Schwächen? Geduld. Warum machen wir das eigentlich alles? Ich weiß es selber nicht. Es macht einfach unheimlich viel Spaß. Es macht so viel Spaß, Dinge zu erleben und die dann irgendwie festzuhalten und dann mit euch zu teilen. Das ist wirklich erfüllend, muss ich sagen. Mir gefällt das richtig. Und dann ist es natürlich voll geil, wenn man dann einen Kommentar liest, den Leuten gefällt es. Auch zum Beispiel negatives Feedback. Aus negativem Feedback kann man nur besser werden und lernt man raus. Und das ist so ein Prozess, den liebe ich einfach. Auch dieses, wenn du was Neues entdeckst, keine Ahnung hast, wie das gemacht wird oder wie das sein wird, die ganzen Gefühle und am Ende das dann zu schaffen oder vielleicht auch zu scheitern, den Prozess liebe ich einfach und den muss ich festhalten und dann einfach zeigen. Sasu begleitet uns immer wieder mal auf Reisen. Er ist jetzt schon 11 Jahre und wir hoffen, dass er noch viele Jahre bei uns bleibt, auch mit unseren Plänen, die wir haben. Wir haben uns irgendwie in den Kopf gesetzt, vielleicht mal auszuwandern. Das ist jetzt ziemlich weit oben dieser Plan, dass wir in Spanien uns ein tolles Grundstück holen, mit viel Land, unsere Träume zu verwirklichen in Spanien. Und all das möchten wir filmen und euch auch mitnehmen. Hi, ihr auch hier. Herzlich willkommen. Auf diesem Kanal werdet ihr alles Mögliche entdecken. Travel, auch ein bisschen mit Holz bauen, Natur ganz arg, Off-Grid, natürlich auch mit unserem tollen Auto. Wir haben das jetzt gerade so entdeckt, dieses Offroad-Fahren. Das alles werden wir auf dem Kanal zusammenpacken. Einfach unser Leben, diese Abenteuer, die vielleicht manch anderer nicht beschreiten kann.
die wollen wir alle festhalten. Michi und ich, wir sind eh so zwei so kleine Quatschköpfe, streiten gern mal und testen gegenseitig die Grenzen aus. All das werden wir festhalten und euch daran teilhaben lassen. Ne? Genug gelabert, jetzt gibt's ein bisschen Action. Also ich habe die perfekte fette Pfütze gefunden, ne? Wo der Michi ein bisschen Spaß haben kann, weil der ist mir gerade ein bisschen zu wild unterwegs. Oh, fuck! Alter Muff. Alter, ich habe mir zwar echt gedacht, das passt von der Länge her. Boah, das... geht. Ja, also ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und wisst ein bisschen mehr über uns und werdet uns abonnieren und uns folgen und hoffentlich alle Videos verfolgen. Ich hatte einen mega schönen Tag. Ich meine, es war total geil, durch diese Pfützen da durchzuballern und das Auto stellt sich quer und echt krass. Die Jule hingegen hatte nicht so einen krass geilen Abschluss. Also sie muss sich jetzt ausziehen, weil die letzte Pfütze war zu nah. Zu nah. Der Sicherheitsabstand wurde nicht richtig berechnet. Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Wir fahren jetzt heim, trocknen uns und wir sehen uns beim nächsten Video.